Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Messer und Werkzeuge. Heute ist Ostersonntag 2023. Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal ein Video über die kleinen Helferlein, die es so gibt, die man sich ans Schlüsselbund hinmachen kann. Heute geht es mal um kleine Accessoires oder kleine Multitools, die man sich ans Schlüsselbund hinmachen kann. Und da habe ich jetzt hier als erstes für euch den Swisstech Utility Key. Diesen kleinen Schlüsselanhänger hier, den hatte ich, als wir hier nach Argentinien ausgewandert sind, am Schlüsselbund, auch im Flugzeug. Also als Handgepäck quasi, das Ding hier geht immer mit durch, also der fällt nie auf. Und wir hatten ja einen Hund mit dabei gehabt, der war in der Transportkiste und diese Transportkiste war mit Kabelbindern zusätzlich noch gesichert. Und als wir in Brasilien gelandet sind, als wir hier angekommen sind in Brasilien, wollte ich den Hund aus seiner Box rausholen und hatte halt nichts anderes, um die Kabelbinder aufzuschneiden, als das Teil hier. Und bin dann beim Aufschneiden von den Kabelbindern abgerutscht und habe mir da ordentlich in die Hand geschnitten. Das war relativ knapp am Handgelenk oder am Puls vorbei, wie man hier auf dem Foto noch ganz gut sieht. Also meine erste Erfahrung in Brasilien am Flughafen, da musste ich dann sofort zum Doktor. Und das Teil ist nicht zu unterschätzen. Also es ist zwar klein, aber die Klinge ist doch relativ scharf. Hier kommt Helferlein Nummer 1, der Swisstech oder das Swisstech Key Tool. Das Schlüsselwerkzeug, Keytool von der Firma Swisstech, wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um ein Schweizer Produkt. Diesen Schlüsselanhänger hier oder dieses Mini-Multitool habe ich schon mehrmals mit auf Reisen gehabt, immer an meinem Schlüsselbund. Und ihr wisst ja, dass man normalerweise im Flugzeug im Handgepäck kein Messer dabei haben kann oder darf. Bis zu einer gewissen Größe glaube ich schon, aber je nachdem, an wen man da gerät bei der Personenkontrolle, kann das durchaus sein, dass man es trotzdem abgenommen bekommt. Aber dieses Tool hier, wie gesagt, war schon zweimal bei mir mit auf Kreta in Griechenland, dann einmal auf Mallorca und dreimal in Südamerika schon dabei gehabt. Und das ist nie aufgefallen, dieses Tool. Ich zeige euch mal kurz, was das Ding alles kann. Man kann das hier aufklappen, dann kann man das also vom Schlüsselbund abmachen, ohne dass man das so rausfummeln muss. Das ist hier, wie ihr seht, verriegelt das so und geht nicht mehr raus. Aber sobald ihr das aufklappt, kann man das hier rausnehmen aus dem Ring. Ich klappe das hier mal komplett auf. Hier haben wir eine kleine Klinge. Die ist hier im vorderen Bereich glatt und im hinteren Bereich ist es eine Art Wellenschliff. Dann auf der anderen Seite haben wir hier einen Phillips-Schraubendreher. Hier haben wir einen Kapselheber oder einen Flaschenöffner, wenn man so will. Dann, wenn man das Ding hier so, ich sag mal, im 90-Grad-Winkel einklappt, das arretiert hier auch in der Position, dann hat man hier noch einen Schlitzschraubendreher. Und hier ist noch ein ganz kleiner Schlitzschraubendreher. Das ist interessant für Brillenträger. Also dieser ganz kleine Schlitzschraubendreher hier, der passt genau auf die kleinen Schrauben, die man am Gestell von der Brille hat. Ein sehr praktisches kleines Tool, macht einen sehr hochwertigen Eindruck, ähnlich wie das Material bei den Victorinox Messern. Wie gesagt, das ist hier Swisstech Utility Key, heißt das Ding, Utility Key, und ein Schweizer Produkt. So, dann das nächste kleine Helferlein-Tool, was ich hier habe für euch, ist das Keytool von der Firma Richards. Hier kommt Helferlein Nummer 2. Das ist das Keytool von der Firma Richards, was ich hier für euch habe. Das hier ist ein Kapselheber, Flaschenöffner. Das runde Teil hier vorne passt in den Einkaufswagen rein. Also wenn ihr mal keinen Euro dabei habt oder keine Münze dabei habt, könnt ihr den Einkaufswagen mit dem Ding hier entriegeln oder die Kette rausmachen. Hier oben haben wir in der Ecke einen Kabelabmantler. Das hier ist ja
ich weiß nicht genau, kann man nicht genau sagen, vielleicht als, kann man als Schlitzschraubendreher benutzen oder was hier, dieses abgeflachte Teil hier. Dann haben wir hier einen Phillips-Schraubendreher, einen Schlitzschraubendreher. Hier haben wir für Schrauben in der Größe 4 mm, 5 mm, 6, 7, 8, 9 und 10 metrische Schrauben. Haben wir hier einen Schlüssel mit dabei. Auf der Rückseite vom Tool gibt es noch ein Lineal, ein kleines Lineal bis 4 cm. Und ich glaube, das war es dann im Großen und Ganzen auch schon. Ich denke mal, hier oben dieses Loch da ist einfach nur, um es am Schlüsselbund zu befestigen. Ein sehr praktisches kleines Tool. Ich benutze das meistens als Flaschenöffner. Hochwertig, praktisch. Das hier ist schon fast ein Klassiker fürs Schlüsselbund. Leatherman Micra. Helferlein Nummer 3 ist das Leatherman Micra. Ein Klassiker eigentlich. Leatherman-Fans kennen das Teil auf jeden Fall. Und hier hinten kann man einen kleinen Ring hinmachen und dann kann man das ans Schlüsselbund hinmachen. Das Ding hat relativ viele Funktionen. Zum einen haben wir hier eine Schere. Dann eine ganz normale glatte Klinge. Hier haben wir noch einen Schlitzschraubendreher. Und dann gibt es noch eine Nagelfeile auf dieser Seite vom Griff. Auf der anderen Seite haben wir hier kombiniert einen Kapselheber, also einen Flaschenöffner, einen ganz kleinen Schraubendreher, Schlitzschraubendreher hier vorne. Hier haben wir nochmal einen Schraubendreher, allerdings der ist für Phillips-Schrauben gedacht, also für Kreuzschlitzschrauben. Und das funktioniert mit dem auch ganz gut. Also für zum Beispiel Spax-Schrauben und sowas, die kann man mit dem hier andrehen. Und dann haben wir noch zum Schluss hier eine kleine Pinzette. Das ist das Leatherman Micra. Kennen viele bereits schon dieses Tool. Wie gesagt, hat relativ viele Funktionen mit an Bord. Und für mich ist das hier das optimale Teil, ja, wenn man zum Beispiel auf Reisen ist und wenn es mal um Maniküre geht, weil halt hier die Schere mit dran ist, eine ordentliche Nagelfeile ist mit dabei und die Pinzette. Schön klein, passt wunderbar ans Schlüsselbund. Das hier ist zwar eigentlich kein Multitool oder Schlüsselanhänger, aber es ist so klein, dass man sich trotzdem ans Schlüsselbund hinmachen könnte. Ich bin sehr überzeugt von dem Teil, finde es sehr praktisch. Hier ist das Leatherman Skeletool KBX. Helferlein Nummer 4. Das ist jetzt ja kein eigentlicher Schlüsselanhänger oder sowas. Ich habe es jetzt hier nochmal mit dabei. Das ist hier das Leatherman Skeletool KBX. Ist eigentlich ein kleines Messer. Hat hier an dem Clip noch einen Kapselheber mit verbaut hier vorne. Aber weil das Ding so schön klein ist und hat hier vorne ein Loch mit drin, könnte man das auch problemlos ans Schlüsselbund hinmachen. Allerdings Vorsicht in Deutschland, Paragraph 42a, das Ding hier zählt als Einhandmesser. Ja, also es ist sehr klein, lässt sich mit einer Hand öffnen. Wir haben hier einen Teilwellenschliff im hinteren Bereich, den Wellenschliff von der Klinge, vorne ist sie glatt. Die Klinge ist Reverse Tantu Klinge. In dem Fall hier klingelschwarz beschichtet, der Griff ist in Tannfarbe, das gibt es auch in etlichen anderen Farbvariationen. Dieses kleine Messer hier ist sehr scharf. Ich benutze das meistens, um Kartons aufzumachen, Pakete aufzuschneiden. Und für die meisten Sachen, die man so im Alltag machen muss, so zum Schneiden oder so, reicht das Ding hier vollkommen aus. Ich habe es mal mit reingenommen jetzt hier in die Schlüsselanhänger, Helferlein-Geschichte, weil es halt so schön klein ist. Es hat einen stolzen Preis für die Größe, das muss man gleich dazu sagen. Das Messer ist relativ teuer, aber ich bin trotzdem
überzeugt von dem Teil. Diesen Karabinerhaken hier, den habe ich schon mal in einem Video mit drin gehabt. Ich zeige ihn euch heute trotzdem nochmal. Hier habt ihr von Leatherman den Karabiner. Helferlein Nummer 5 habe ich auch schon mal in einem Video gehabt. Ich bringe das Ding trotzdem nochmal mit rein hier. Das ist der Karabinerhaken von Leatherman. Den kann man auch wunderbar an Schlüsselbund hinmachen und dann diesen Haken hier benutzen, um das zum Beispiel an der Gürtelschlaufe festzumachen, das Schlüsselbund. Viele Funktionen hat der Haken nicht. Das ist mehr so ein, ich sag mal, ein Artikel für Leatherman-Fans, würde ich mal sagen. Aber von der Qualität her ist er auch nicht schlecht. Also ist wirklich gut, macht einen hochwertigen Eindruck. Ist alles schön abgerundet, keine scharfen Kanten. Also wirklich schön gemacht, das Teil. Er ist sehr klein, ist nicht allzu groß. Zum Klettern nicht geeignet, das steht auch hier oben drauf. Not for climbing steht hier oben. Also mit dem hier sollte man sich auf keinen Fall absichern, wenn es darum geht, dass man klettern möchte. Wir haben hier den Karabinerhaken. Dann haben wir hier den Kapselheber und das hier ist ein Loch, da kann man Bits reinstecken. Ich zeige es euch kurz mal hier. Ich habe hier so einen großen Kreuzschlitzbit als Beispiel nur und der passt hier in das Loch mit rein. Und da könnte man jetzt, wenn man ein paar Bits dabei hat, zur Not Schrauben mit festziehen. Als Notbehelf sozusagen. Das war der Karabinerhaken von Leatherman. Hier habe ich für euch einen vernünftigen Karabinerhaken, der auch was ordentlich aushält. Und zwar ist das von Elliot, der Karabiner. Kommen wir mit zu Helferlein Nummer 6 und bleiben wir bei den Karabinerhaken. Wenn ihr einen vernünftigen Karabinerhaken haben wollt, der wirklich was aushält, wo man sich auch zur Not mal dranhängen kann, dann kann ich euch den hier empfehlen. Das ist der Karabinerhaken von Elliot. Der ist auch zum Klettern geeignet. Ich fand die Farbkombination hier sehr schön. Der hat so ein bisschen, so Anthrazit, Olivgrün sieht der so ein bisschen aus und hat hier orange eloxiert den Verschluss. Also wie gesagt, die Farbkombination hat mir sehr gut gefallen bei diesem Karabiner. Der hält auch was aus. Das ist ein sehr schöner Karabiner. Man kann hier oben den Ring hochdrehen und dann kann man den nicht mehr aufmachen. Dann ist der arretiert. Also um Schlüsselbund irgendwo festzumachen oder so oder irgendwelche Ausrüstungsgegenstände an der Tasche oder am Rucksack zu befestigen, wäre der hier meine erste Wahl. Hier nochmal ein Karabinerhaken. Hält nicht so viel aus, sieht aber stylisch aus. Der Karabiner von Miltec aus Kunststoff. Dann Helferlein Nummer 7, nochmal ein Karabinerhaken. Und zwar ist das hier ein Kunststoffkarabiner, in dem Fall von Miltec. Ich weiß, Miltec hat zwar auch ein paar Fans, aber ich sag mal, es gibt doch viele Hater, die diese Marke überhaupt gar nicht leiden können, die sagen, dass das alles nur minderwertiges Zeug ist. Der Karabiner hier ist auch in der Tat jetzt, sage ich jetzt mal, nicht allzu stabil. Ich habe schon einen von denen hier geschrottet, aus Versehen mal. Bestenfalls ist er dafür geeignet, um irgendwelche leichte Ausrüstungsgegenstände oder so am Rucksack oder am Gepäck zu befestigen. Also groß beanspruchen kann man den nicht. Er erfüllt seinen Zweck, sage ich jetzt mal. Hat hier vorne den Verschluss hier, dass man den nicht auseinanderziehen kann, ist ja da oben ein bisschen verdickt. Er hat hier für Molle an zwei Seiten solche Ösen mit dran, dass man den ans Molle-System befestigen könnte. Hier unten hat er nochmal ein Loch, wo man irgendwas hinmachen kann. Meinetwegen einen Schlüsselring oder sowas. Und dann könnte man, wenn man jetzt hier unten einen Schlüsselring hinmacht, könnte man den auch benutzen, um seinen Schlüssel an der Gürtelschlaufe zum Beispiel festzumachen. Wie gesagt, ist nicht allzu stabil. Ich würde dem nicht allzu viel zumuten, aber für einfache Ausrüstungsgegenstände zum Befestigen oder einfach so als Must-Have, weil er schön aussieht, kann man das machen. So, und dann habe ich zum Schluss noch für euch den Schlüsselanhänger von Helicontex. Zum Schluss noch ein Helferlein Nummer 8. Das ist hier
der Schlüsselanhänger von Helicontex. Ich bin ein großer Fan von der Marke Helicontex, genauso wie Tasmanian Tiger zum Beispiel. Helicontex hier macht sehr gute Sachen, ist eine Firma aus Polen, die so taktische Ausrüstungsgegenstände und Taschen und Jacken und Klamotten und sowas herstellt. Unter anderem hier diesen Schlüsselanhänger. Der hatte hier oben nochmal einen Ring mit dran, den habe ich weggemacht, weil mich der mehr gestört hat. Hier unten ist der Ring, wo man die Schlüssel hinmachen kann oder wo man Karabiner einhängen kann. Und das Gute an dem Teil ist, hier kann man einen Gürtel durchfädeln. Also wenn man seiner Gürtelschlaufe an der Hose, an der Jeans zum Beispiel, nicht allzu viel zumuten möchte, dann könnte man hier den Gürtel durchfädeln und dann hier seinen Schlüssel dran befestigen oder einen Karabiner dran befestigen. Sehr stylisches Accessoire, finde ich, auch von den Farben her sehr ansprechend, dieser Schlüsselanhänger von der Firma Helicontex. So, liebe Freunde, das waren heute im Video mal so kleine Helferlein, die man sich ans Schlüsselbund hinmachen kann. So Mini-Multitools, ein kleines Messer, Karabinerhaken, Schlüsselanhänger, um das Ganze am Gürtel festzumachen und so weiter. Also kleine Helferlein, die einem im Alltag ein bisschen helfen können unter Umständen. Falls euch von diesen Sachen, die ich euch da jetzt gezeigt habe, was interessieren sollte, ich verlinke die ganzen Produkte in der Videobeschreibung. Also schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung rein, wenn euch was davon interessieren soll. Da findet ihr den jeweiligen Link zu Amazon, zu diesem jeweiligen Produkt. Das war es auch schon für heute. Wir haben heute Ostersonntag, habe ich schon gesagt, 2023. Viele Grüße hier aus Misiones in Argentinien. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht es gut. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.